So, herzlich willkommen zurück zu Helldivers 2. Wir haben jetzt in den letzten, die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, da ging es im Wesentlichen darum, dass ich das Metaspiel, den Galaktischen Krieg hinter dem Spiel gezeigt habe. Und ja, dieser Krieg ist jetzt einen weiteren Schritt vorangekommen und ich würde das Ganze gerne zur Gelegenheit nehmen, um ein paar Dinge zu zeigen. Zum einen ist der 1.4.2024 zum Malvillon Creek Memorial Day erklärt worden. Und zum Andenken wurden allen Helldivern wurde ein Cape geschenkt. Und zwar dieses, das ich hier gerade trage. In Erinnerung an die Gefallenen auf Creek in der Rückeroberung. Und wir haben einen neuen Generalbefehl nach der Verteidigung von Vandalon 4 bekommen. Und zwar jetzt tatsächlich die anderen drei Planeten anzugreifen. Tibit, Maya und Döng. Und das ist tatsächlich, wurde von der Community so vorhergesehen, ja, also dass das so käme. Und wir treten damit in die letzte Phase dieses Kriegs ein. Das schauen wir uns erstmal auf der Karte an. Welchen Fortschritt... Die Feinde der Freiheit rücken näher. Ja, ist recht. Also welchen Fortschritt das Ganze gemacht hat, das bekommt die... Erklärung des der neuen Major Order. Genau. Also wir haben eine neue Major Order, die im Wesentlichen auch mit diesem Metanarrativ zusammenhängt. Und zwar im Severin-Sektor. Tatsächlich muss ich erstmal schauen. Adler-Streubombe, die benutze ich nicht. Also wird dies wohl an mir vorbeigehen. Wir befinden uns hier noch im Trigon-Sektor auf Vandalon. Hier fand ja die letzte Verteidigungslinie statt. Und tatsächlich werden wir gleich mal in den Severin-Sektor gehen und schauen, was da los ist. Im Draco-Sektor sieht es ein bisschen dramatischer aus. Da steht tatsächlich Estanu in der zweiten Verteidigung nach gestern, nachdem es schon erfolgreich verteidigt worden ist. Fori Prime und Crimsica sind weiterhin kämpfen dort viele Hellmeier, da will niemand hin zurück. Und wir schauen mal heute nach in den tatsächlich in den Severin-Sektor. Die Community hat sich im Übrigen darauf verständigt, dass man Maya favorisiert vor Dürgen und vor Tibit. Und tatsächlich sieht man, dass sich die Community doch sehr breit aufspaltet. Also 27.000 sind jetzt gerade auf Tibit, 17.000 auf Dürren und 68.000 auf Maya. Ich gehe noch mal ganz schnell raus, um das ein bisschen einzuordnen. Und zwar ist es so, dass es sinnvoll ist, dass die meisten Helldauer tatsächlich auf einem Planet kämpfen und eben nicht auf drei verschiedenen. Ich sehe jetzt auch mal, die Belohnung dafür haben wir noch nicht bekommen. Wundert mich ein bisschen. Okay, aber das soll uns jetzt mal nicht interessieren. Wir gehen jetzt mal in den Sektor rein tatsächlich. Und damit ich ein bisschen weiterreden kann nebenbei, würde ich auch mit auf anspruchsvoll spielen und nicht auf schwer oder auf extrem oder auf lebensmüde. Ja. So. Mal schauen, ob wir da ein schnelles Spiel zustande bekommen. Und den Ton ein bisschen vom Deck ein bisschen runterdrehen. Initiiere FTL-Sprung nach das Maya-System. Ja.
Und heute werde ich einfach mal ein bisschen spielen in Helldivers 2. Um mal ein bisschen was von dem Spiel zu zeigen. Das nicht immer in ganz so extreme Situationen. Ach, Großgewehr. Das ist wieder so eine Verteidigungsmission. Ich glaube, da können wir nur hoffen, dass wir da nicht in das absolute Desaster hineinspringen. Aber gucken wir mal. Ich war selber noch nie auf Maya. Es soll ein Mond sein mit Meteoriteneinschlägen. Und das Schöne ist, wenn es ein Mond ist, hat er keine Atmosphäre. Das bedeutet klare Sicht. Und klare Sicht ist das, was ich hier in diesem Spiel absolut favorisiere. Man sagt den Creekern nach, die auf Malvern Creek gekämpft haben, über Wochen, ja, dass sie eine Vorliebe für den, die kriegerische Auseinandersetzung im Dschungel hätten. Ja, es wurde also faktisch als zweites Vietnam konzeptualisiert, auch ziemlich interessant. Oh, das sieht schon gar nicht gut aus. Das sieht so überhaupt nicht gut aus. Okay. Also wir müssen uns jetzt, glaube ich, erstmal... Okay. Das heißt, ich muss hier erstmal zusehen, dass ich meine... Ja, klar. Aber das ist nicht schlimm. Weil meine Waffen schon da sind. Jetzt muss ich nur noch wieder hinkommen. Schau mal, es gibt da noch genügend Verstärkungen, die da sind. Also das ist jetzt so eine Defending-Mission. Das kann gut laufen. Und das hatten wir gestern schon. Ja. Aber man sieht schon, die gehen nicht auf die Landungsschiffe. Das ist immer schon ein Thema. So, das sieht ganz gut aus. Als ob ich in der Ecke abspringen würde, in der ich vorher war. Hoffe ich doch. Und dass da noch meine Sachen stehen. Ne, natürlich nicht. Hat jemand eingesammelt. Halt hier. Das ist genau das, was ich brauche. Nein. So, halt. Genau. Das heißt, was war das denn? Bin ich in der... tatsächlich in Bombardement reingeraten? Das ist klar. Wo ist Pelikan 1? Ich sehe ihn nicht. Da. Ein bisschen gucken hier. Das sieht aber nicht so gut aus, als ob die anderen hier noch rechtzeitig herkommen können. Ach, es ist mir jetzt egal. Manchmal muss man egoistisch sein. Schaffen es da eh nicht hin. Komm schon. Na. Das war ein bisschen arschig, das macht man nicht. Normalerweise gehen alle zusammen, aber ich bin jetzt zweimal hier gestorben, weil mir jemand eine Bombe auf den Kopf geworfen hat. Das ist meine kalte Rache. Ändert aber nichts, also das heißt, an der grundsätzlichen XP-Zahl ändert sich nichts. Tatsächlich ist es aber so, dass für die Evakuierung von Helldivern noch ein bisschen XP rausgesprungen wäre. Aber so viel war das jetzt hier auf Anpass voll sowieso nicht, also geschenkt. Ja. Okay. Bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das jetzt... Ach, siehst du, die haben sogar Level Aufstiege, dann ist da alles okay. So. Jetzt haben wir von Maya relativ wenig gesehen.
So. Das ist sehr clever. So. Hauptfeldwebel Level 17. Verbündeter Zerstörer hat Geschwader verlassen. So, jetzt gucken wir mal, ob er hier weitermacht. Der reagiert irgendwie überhaupt. Der reagiert irgendwie überhaupt nicht. Ah, dann nehmen wir nochmal 9 Angriff, das kann nichts schaden. An der Bewaffnung hat sich übrigens nicht so viel geändert. Das heißt, ich spiele jetzt im Moment mit der Quasar Laser Cannon. Der LAS Sickle, das ist ein Energiegewehr, also ein Impulsgewehr. Und in der Luftunterstützung mit einer Kombination aus Orbitalschlag und Eagle-Einsatz. Die sieht man im Übrigen hier im Schiff. Eagle One und Pelikan One. Und insgesamt kümmern sich, glaube ich, zwischen 15 und 20 Mann auf meinem Zerstörer um mein Wohlbefinden. Ich finde, es ist eine. Ich weiß nicht, ob das eine realistische Quote ist, aber das finde ich, muss ich ehrlich sagen, massiv. Also, wenn wir in Zukunft solche Auseinandersetzungen. Ah, das sind alle im Level sehr niedrig. Level 10, Level 14. Oh. Ja, wir schauen mal. Auch Flugzeuge zerstören, das ist eigentlich das. Landungsschiffe zerstören, das ist eigentlich ein sehr schönes Setting. Weil man da ein bisschen laufen muss, ein bisschen was sieht. Aber es ist insgesamt nicht zu gefährlich, sag ich mal. So, was haben wir da? Okay, Geschütze. Mörser. Also vielleicht ganz kurz. Für die, die es nicht kennen, es gibt so eine sogenannten Booster, das sind die, die in den gelb unterlegten Specials. Ich habe mich jetzt für einen entschieden, der die Ausdauergeneration verbessert. Dann haben wir einmal einen mehr oder weniger Auffüller, dass man mit voller Munition startet. Und einmal Gesundheit, wenn ich es richtig gesehen habe. Das hat ja gut funktioniert. Probieren wir es nochmal. Das ist, muss ich ehrlich sagen, eine Schwachstelle in diesem Spiel. Aber das Matchmaking. Ja, hast du das Spiel verlassen? Kann verschiedene Gründe haben. Ich denke mal, er war mit der Levelzusammenstellung der Leute nicht zufrieden. Aber muss uns nicht interessieren. Ja, also das ist vielleicht, um nochmal auf die Capes zurückzukommen. Die Capes sind legendär, schon in Hell Devil 1 gewesen. Oh, das sieht gut aus. Sind schon legendär gewesen in Hell Devil 1. Aber wenn man die Spielfigur drehen konnte und dann sahen die vier Hell Devil aus wie Derwische. Und den Mänteln kommt also eine große Bedeutung zu. Auch popkulturell. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel an die Unglaublichen erinnert von Pixar. Das ist ein Meme, das hier extrem gern zitiert wird. Also das heißt, die Gefahr, die von Capes ausgeht, Superhelden-Capes. Und natürlich ist es ein Superhelden-Zitat. Ja? Also dass man hier mit Cape herumläuft und sein Cape bekommt als Helldiver-Cape. Und das Cape, das ich gerade trage, das hat die Community bekommen, die faktisch an der Westfront, also bei den Automatons, gekämpft hat. In Erinnerung an die Eroberung von Malvillan Creek. Und auch das macht das Spiel wahnsinnig gut und die Entwickler und der Community Support, dass sie an solche Sachen denken. Ja? Also das heißt, ich hätte zwar irgendwie schon noch gern, also was ich ehrlich gerne hätte, wäre, muss ich zugeben. Das wäre ein Rangabzeichen auf der Rüstung. Oder so Orden, ja, also hat
Wendelin mit erobert oder sowas. Ja, also das würde mir schon gefallen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier überhaupt reingeschlingert bin gerade. Am besten, man sucht immer hohe Punkte, um zu starten. Ja, das ist schön, aber ich bin mir nicht so sicher. Gut, und Monde sind insofern immer ein bisschen knifflig, weil wir zwar eine sehr gute Sicht haben, wie schon gerade erwähnt. Das gilt auch für alle Beteiligten. Und man muss hier wirklich zusehen, dass man gut in Deckung bleibt. Und zum Beispiel nicht Na, geben wir nochmal eine Spritze. So, was haben wir jetzt für ein Ziel ausgemacht? Ja, das sieht gut aus. Das, das nehmen wir doch mal mit. Ach, du große Güte. Da hat schon jemand mehr oder weniger ein Schiff, eine Landung ausgelöst. Und ich sehe es nicht. Ja. Das ist nicht gut. Jetzt kann man nochmal hoffen, dass das dass hier nicht ganz so viel los ist. Das ist mein Zerstörer im Übrigen, den man da gerade sieht. Von dem der Laser ausgeht. Und wenn wir ein bisschen Glück haben. Oh, da läuft auch hinten rein, hey. Was macht er denn? Erstmal einen Überblick verschaffen, bitte. Dann schießen. Das war eine Mine, die da reingelaufen ist gerade. Müssen wir zerstören. Das gibt's doch nicht. Wieder so eine Gurkentruppe, hey. Ja gut, dann werden wir einfach mal schauen, ob wir das hier überleben jetzt. Ich hab da meine Zweifel dran. Klar. Direkt an dem Devastator gespawnt. Das ist immer gut. Und durch Pflanzen kann man im Übrigen nicht durchschießen. So, brauchen wir mal eine Spritze. So, jetzt muss ich mal schauen, wo meine Sachen liegen. Und das Ganze wird jetzt schon hier noch echt Thema Star Wars, ja. Mal schnell. Das ist mein Schildgenerator, meine Kanone. Gut. So. Gut. Weiß nicht, wer das war, aber der konnte jedenfalls mit dem Luftschlag umgehen. So, dann. Positioniere Pin östlich. Jetzt schauen wir mal schnell. Level 15, Level 36. Ist gut. Markiere Karte, nordwestlich, 100 Meter. Aber da löst auch jedes Feuer aus hier vorne. Ja, bitte Luftunterstützung. Ja, bitte Luftunterstützung. Hat was gefunden.
Jetzt fehlt mir natürlich hier mein... Ach ja, ich habe so ein... Was vielleicht so ganz... Nicht ganz unwichtig ist, ich habe so eine Servo... Servo... wie sag ich es mal? So eine Servo-Unterstützung in meiner Rüstung und damit kann ich weiter werfen. Und das ist natürlich nicht ganz... Nicht ganz unwichtig. Jetzt schauen wir mal weiter. Da nimmt natürlich ja alles mit. Wo haben sie die Landungsschiffe jetzt getriggert? Ich werde das wieder unser Freund hier vorne mit Level 15. So. Wir müssen nur ein bisschen langsamer machen. Und vor allem schnell Speer ausschalten. So, das ist genau das, was passieren kann. Ich bin mir nicht sicher, was er da jetzt ausgelöst hat, was er jetzt getriggert hat. Ah, das ist ein Kanonengeschütz. Fordere Verstärkung an. Dazu brauchen wir ein bisschen andere Waffen. Oh ey, das spielt auch mit seinem Leben. Positioniere Pin, südöstlich, weit weg. Und so dürfte es jetzt klingt, aber das spielt jetzt für mich gerade. So, das war das erste Kanonengeschütz. Und er zerlegt jetzt mit Handgranaten gerade. Ah, da ist noch ein zweites. Das war natürlich ein bisschen dünn von mir, dass ich einfach so auf der Pläne stehen geblieben bin. Ich brauche Spritzen! Ich habe keine Spritzen mehr. Da kann ich mich jetzt aber nicht drum kümmern. Nee. Hab ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst gerade. Oh, das habe ich aber auch erst mal gesehen, dass da jemand aus dem... Das ist ein sehr cooler Einsatzzweck für das Jump Pack. Komm noch. Gut, das ist jetzt... Das sind immer noch an der... Wenn ich Glück habe, lässt er mich genau da raus. Obwohl, nee, ich glaube, ich lag hinter der
Irgendwann kann man die Karten auch lesen, was ich ziemlich cool finde. Ich glaube, da hinten bin ich gestorben. Mal sehen, ob ich recht habe. Ja, da liegt alles Zeug. Da liegt die Kanone und der. So. Das Gebiet ist jetzt gesichert, ist gut. Ich brauche auch nichts. Sondern wir müssen. Herzorte verifizieren. Markiere Karte. Na gut, dann machen wir das eben. Genau, und die LES-Signal, mit der ich gerade spiele, die hat tatsächlich erstens einen ziemlich guten Zoom, zweitens ziemlich guten Zoom und zweitens sehr, sehr wenig Recoil. Das heißt, dass man da wirklich. Was ist denn das? Ziel lokalisiert, südlich. Dass man sehr, sehr gut. Also, dass man das Ziel nicht so schnell aus den Augen verliert, dass die Waffe nicht so verreist. Und das bedeutet, dass man. Oh je. Ich glaube, ich bleibe mal hier auf dem Hügel. Wollen wir jetzt mal schnell schauen. Von woher die Leute kommt. Von hier drüben. Da hat er sich selbst getötet. Ich kann auch niemanden sehen dort. So, dann machen wir uns doch mal einfach. So. Jetzt kommen die ersten Schiffe. Weiß bloß noch nicht, wer hört da. Also ich versuche jetzt mal von hier aus die Lage ein bisschen. Ah, das war schon ungünstig.
Mal kommt das nächste Schiff. Ich passe noch nicht mehr her. Da. Wir kommen gar nicht bisher her. Okay. Die sind davon abgelenkt. So, gut raus hier. Okay, der Jimmy Cricket spielt auch mit einem. Positioniere Pin südlich, 100 Meter. So, dann schauen wir uns das nochmal an, was da ist. Das sieht nach einem Bordfabrikanten aus. Und den können wir. Jetzt kurz sagen, den können wir einfach so erledigen. Sicht ist schlecht. Auch ins Auge. Hä? Mal gucken. Ob wir es so zerstören können, das weiß ich gar nicht. Das ist ein Detektor. Wir benötigen ein Geschütz. Na, kann ich jetzt mal. Bin ich mal gespannt, ob Gelb jetzt schießt. Jetzt wird es auf einmal dicht. Das ist kein gutes Zeichen. Wieder. Das möchte ich mal ganz kurz sehen, dass ich mich hier wegbewege. Oder zumindest mal schaue, dass wir. Oh, jetzt komme ich ja nicht hoch, eben mit meiner schweren Rüstung. Das wird jetzt gerade hier ein bisschen unangenehm. Alles für unseren Wohlstand. Wie man sieht. Fordere Verstärkung an. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Ach du große Güte. Gott, alles, das ist zu viel hier, das Gute. Wahnsinn, da kommt man nicht heil raus. Keine Spritzen mehr. Noch 20 Minuten für die Mission. Ich muss erstmal zusehen, dass ich hier herauskomme. Ganze Herde hinter mir her, ey. Dann müssen wir in die Bordfabrik. So. Jetzt hätte ich aber erstmal ein bisschen Glück.
vor den Leuten Ruhe haben, die mir hier hinterherlaufen. Das sieht ganz gut aus. Kriegt natürlich schon wieder von da unten Feuer. Und jetzt kriegen wir noch einen Meter hoher Schau drauf. So. Okay. Macht das jetzt noch Sinn, ja noch meinen Sachen zu suchen? Ich denke eher nicht. Wir bestellen einfach mal Neues. Eieieiei. Ja, das ist dann. Ist das, was passiert? Wenn man eine Bombe hat, dann leicht Pfeifen und so nicht. Also, dass man stellt jetzt auch keine. Mörser. Wirklich tatsächlich in das Feld rein. Weil der braucht nur einen Gegner durchlaufen. Und sehr schön, haben wir gleich noch ein Landeschiff. Das passiert, wenn man zu viele Gegner pullt, dann passiert das. Aber egal. Das mit der Erzader hat ganz gut geklappt. Oh, hier. Soldiers, come join us for a historical and horrific salute to this great mission. Join us, D2, S3, join us. Die werden nicht wissen, was sie machen sollen. So. So, na dann. Oh, schießt mich ruhig noch. Okay. Evakuierung abgeschlossen. Helikan 1 hebt nun ab. Ja, das war in Summe dann doch ganz schön chaotisch. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber das war doch ganz schön chaotisch. Und tatsächlich merkt man, wenn man diese Außenposten nicht, also diese Roboterfabriken nicht zerstört, bevor man evakuiert und das nicht systematisch macht und dann wieder weggeht, sondern einfach das Feuer eröffnet und wahllos das Ganze bombardiert, dass die Gegenwehr so stark wird, dass man tatsächlich zunächst seine Ausrüstung verliert. Dann auf die Ausrüstung warten muss, und während man auf die Ausrüstung wartet, vielleicht noch mehr Unfug macht, anstatt sich eigentlich sofort zu entfernen und das dabei bleiben zu lassen. Ja. Und dann eine Minute Akku, eben nicht mehr Akku zu pullen, sondern tatsächlich eine Beruhigung einsetzen zu lassen. Das heißt, das also ist Maya. Ein sehr schönes, cooles Setting. So, wo sind wir? Sie lernen die Bots das fürchten. Vorausgesetzt, okay. Was war denn mein persönlicher Befehl? Schon vergessen?
Habe ich denn jetzt eigentlich meine Medaillen? Nee, immer noch nicht. Für 40, kann ich für 40 was kaufen? Überstore? Nee, da will ich nichts. Kann ich für 40 was kaufen? Die Rüstung will ich eigentlich nicht kaufen. Umhang. Das will ich haben. Die Muskelverbesserung. Warum will ich das haben? Weil ich damit tatsächlich über unwegsames Terrain leichter gehen kann. Und das ist wichtig für. What do we think? More automatons or termins? Was wieder? I honestly am not. Keep up with the bots. Keep up with the bots. Terminators, the off-brand Terminators. Niemand will zu den Terminiden. I guess we're doing the off-brand Terminators. Okay. Macht er. Bleibt auf. Bleibt auf Maya. Aber bitte nicht die Nachtseite. Der Feind will einen unserer Planeten einnehmen. Wir müssen ihnen helfen. Okay, Dürgen. War ich noch gar nicht. Würde mir jetzt auch passen. Aber wählt, glaube ich, die Nachtseite. Initiere FTL-Sprung nach das Durgan-System. Okay. Bin ich mal gespannt. Hab ich noch nicht gesehen. Weiß ich auch nicht, was mich erwartet. FTL-Sprung erfolgreich. Na dann. Helports bereit. Missionskoordinaten festgelegt. Schauen wir mal. Okay. Dann würde ich sagen, spielen wir noch die Mission noch hier. Und. Das sieht alles nicht gut aus. So, man wählt dann eine Startposition aus. Und das ist schon sinnvoll, mich als allererstes in den rot pulsierenden Abschnitt reinzuspringen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir in eine Sumpf- und Mooslandschaft kommen. Ich hasse Sumpf- und Mooslandschaften. Genau, aber Jimmy Cricket, also ein witziger Name für ein für noch ein Kind, also der spielt. Junger Erwachsener, wer weiß das schon. Und Clyde und ich sind tatsächlich schon ein bisschen älter, wie es scheint. Und schönes Zeichen von Clyde, Jimmy the Cricket, zu sagen, dass er der Boss sei und er die Entscheidung treffe. Das mag ich sowas. Also wir sind jetzt faktisch auch hier mit jemandem, der müssen wir schauen, was hat Jimmy für einen Level? Moment. Level 10. Großgüte. Also sehr frisch dabei. Und Clyde ist bei Level 38. Also da müsst ihr eigentlich schon wissen, was tatsächlich welches Stündlein hier auch an der Westfront, also bei den Automatons geschlagen hat. Und ich hoffe jetzt nicht, dass wir in so einen Dschungel-Nebel-Nachtsetting reinkommen, wo man wieder nichts sieht. Sieht mir sehr nach Wüste aus. Kaum Pflanzen. Ein bisschen Pech kriegen wir Sandsturm.
So, Clyde holt aber auch. Clyde ist der zweite mit der. Der Clyde eine Corsair. Ja. So. So. Nicht, wieso schießt du denn? Na, ja, so ganz dabei also nicht, weil. Aus der Richtung kannst du die Botfabriken nicht zerstören. Du provozierst nur sinnlose Gegenwehr, so wie jetzt. Also das heißt, normalerweise muss man es schaffen. Ja, erstens das zu treffen und zweitens, dass gar nicht erst ein Landungsschiff kommt. Das bedeutet nämlich jetzt, dass wir schon wieder massive Gegenwehr haben. Und jede Minute, die wir länger brauchen, bedeutet mehr Gegner, nicht weniger. So, welche Runde gehen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal. Positioniere Pin, nördlich, 100 Meter. Holen erstmal die Codes, oder? Clyde sieht es ähnlich. Nein! Und 380er haut er hier rein. Das ist ein Flächenbombardement. Mal sehen, ob wir es überleben. Das Schöne an meiner Ausrüstung ist, dass ich keine. Vielleicht schaffen wir es jetzt nicht so viel Aufsehen zu erregen. Okay. Jimmy Cricket spielt schon mal ganz ordentlich. Hat jetzt noch nicht den gewünschten Effekt. Ach, da ist noch ein zweiter. Gut. Jetzt gar nicht daran rumalbern. Stehen bleiben. Nicht rumsuchen, einfach weiterlaufen. Okay. Darf ich mal sehen? Aber ich schicke mal den Adler zum Aufladen. Wenn man einen Adler da nicht braucht. Ja, das ist schon wieder so ein. Also das Setting sieht sehr schön aus, aber es spielt sich nicht schön. Das ist für mich so eine Malvolent Creek Atmosphäre, wo man wirklich. Und da sieht man vielleicht ein oder zwei,
aber ich muss schon ganz schön die Augen aufhalten. So, der einzige Vorteil ist, dass einen die anderen auch nicht sehen. Gut. So. Also Maya ist mir lieber, sage ich ehrlich. Hat nicht gereicht. Lassen die mal machen. Das reicht nicht. Ist das nicht erwünscht? Schwer bei meiner Position. So, und jetzt brauchen wir noch einen zweiten Luftschlag, wie es scheint. Schicke einen Adler rein! Demokratie im Anmarsch! Gut, weg. Nicht warten. Nicht warten. Fordere Verstärkung an! Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Werfe Granate! Versuchen wir oben das letzte Stück von Kopf zu treffen. Und da braucht man eigentlich jemanden, der mit einem mitspielt. Und sich nicht so anstellt wie ich gerade. Und ich kriege ihn von hier aus nicht. Aber ich glaube, er ist auf eine Pumpe getreten. Die da getickert hat. Aber die hängt doch immer noch in dieser Bude ab. Warum? Warum? Das hat sie doch schon längst erledigt. Soll ich nochmal zurücklaufen wegen meiner Proben? Das mache ich mal. So.
Position. Egal. Östlich. So. Das gelungen, was mir vorhin nicht so gut gelungen ist. So. Ach, die große Güte. Überhaupt nicht gesehen. So, ich muss aus anderen Gründen mal schnell den Stream beenden. So, und da wir gerade so unsanft aus dem Stream gerissen worden sind, springe ich doch einfach noch mal rein. Und versuche jetzt mal ein Spiel zu finden, das nicht dadurch ausgezeichnet ist, dass möglichst viele Leute versuchen, möglichst viele Gegner anzulocken und zu pullen. Aber bereit für eine weitere Mission, Herr, das wird man sehen, ob uns das gelingt. Wir versuchen extrem in der Hoffnung, dass wir da auf Spiele treffen, die oder auf Spielerinnen treffen, die wissen, was sie tun. Drückt mir mal die Daumen, dass uns das gelingt. Ich werde dann später die beiden Videos zusammenfügen. Sodass. So, jetzt schauen wir mal. 4174. Sehr schön. Das sieht nach einem guten Spiel aus, in dem man. So, was haben wir? Was fehlt uns noch? Dann bekommt er Ausdauer von mir. Vielleicht trotzdem wieder das Steam Deck in die Hand. Weil ich mit dem Google Stadia dann doch nicht so gut bin. Das mich ein bisschen stört. So. Ich hoffe, er ist aus, ja. Schaut gut aus. Ich könnte auch nochmal den USB 360-Controller probieren. Da liegt hier auch rum. Noch am Kabel. Aber irgendwie so wirklich. Na, so wirklich überzeugt mich nicht. Lass mal lieber. Lass mal. Okay. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, es ist keine Verteidigungsmission oder ähnliches. So. Jetzt werden wir gleich mal gucken, was hier losgeht.
Seltene Probe gesammelt. Ach du große Güte. Nein. Kommt noch ein zweites. Man lässt auch nicht durch. So richtig Ruhe kriegt man nicht rein hier. Jetzt muss ich meine Kamera übernehmen. Jetzt sehe ich selber nichts. So, vielleicht sollten wir nicht da lang gehen. Ja, das, was mir mit der LA Sickle nicht passiert ist, dass die Müll leer ist. Trotzdem müssen wir ein bisschen schauen. Genau, und für den Tiefschnee oder Sand oder so unwegsames Gelände braucht man diese Muskelverbesserung. So. Hab was gefunden. Dort drüben. Mal sehen. Zu kurz gewesen sein. Nicht gut. Kann man das nämlich ignorieren. Das heißt, schön drum rumlaufen. Das ist doch viel einfacher.
Das war ein Fehler. Wir müssen weg hier. Nicht stehen bleiben. Drückt man die Daumen. Das war knapp. So haben wir noch die Patrouille vor uns. Die stehen nur noch. So, zurück nochmal die Daumen. Na, falsch umgeschaltet. Das sah gut aus. Das war prinzipiell gut.
Ist mir auf den niedrigen Schwierigkeitsgrad nie passiert, dass ich die Waffe nachladen musste. Aber das Vorgehen ist schon koordinierter, das muss man sagen. Dann kann ich hier nicht langlaufen. So. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet, ey. Ach so. Kostet ein wenig Demokratie. Er schickte mir doch bestimmt gleich einen Hulk rein, oder? Das nicht, arm Devastator. Das ist faktisch genauso schlimm. Die erwischt man, glaube ich, aus dem Winkel nicht. Das ist ein bisschen. Doch, gut. Also im Moment läuft es ganz gut. Nicht bei mir. Da. Zu weit weg. Das treffe ich doch nie im Leben. Es scheint so, dass das hier mein Nemesis ist hier. Oder dasselbe Gegner. Aber müssen wir es eben so machen. Das gibt's doch nicht. Seid ihr denn? Also das Fakt ist, dass ich das alleine nicht schaffe hier. Das brauche ich nicht probieren. Und da sage ich es ehrlich, dass mir eine Pumpgun lieber wäre. Als wäre ich gleich in die Hölle reinspringen hier. Das ist mir überhaupt nicht recht. Oh, die kämpfen wir gegen den Hulk mit Maschinen, Pistolen. Komm.
Okay. Der ist auch gerade gestorben. Vielleicht muss ich nicht direkt in den Hulk springen. Ach, den muss ich wieder schön einklemmen lassen hier. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommen hier auch die Meteoriteneinschläge noch dazu. Die kündigen sich aber mal an. So, erstmal ein bisschen weg. So, was hatten wir denn eigentlich konkret vor? Einzige da. Achtung, Landminen. Das war eine Rakete. Nicht gut. Das Gras ist feuerfest. Höllenbombe scharf. Gebiet räumen. Höllenbombe. Achtung. Okay. Das wurde super. So, wollen wir es jetzt mal probieren mit diesem... Wir testen es mal. Die Voraussetzungen sind eigentlich nicht schlecht. Aber diese Extraktionsdinger dauern immer sehr, sehr lang. Ach, die grüne Neune. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie auf uns gewartet haben, aber die haben auf uns gewartet. Und das Problem ist jetzt ein bisschen, dass man... Fordere Ausrüstung für Ziel an. Und der pullt natürlich die ganze Meute her. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich meinen Orbitalschlag dafür nutzen, damit er da drüben Ruhe hat. So, und jetzt wäre es eigentlich gut, wenn noch jemand anderes sich um Markiere Position. Nein. Steckt euch die
Wenn noch jemand anderes. Was macht denn der? So, jetzt wird's interessant. Komm, wo bist du? Oh. Wenn man sich nicht für ein Ziel entscheiden kann. Ja, das sind viele. Und komm, komm, komm. Da braucht zu lange, bis er abgekühlt ist. So. Das sind Hulks. Das sind faktisch mit die schwierigsten Gegner überhaupt. So, und jetzt müssen wir einfach gucken. Also da kann man sich gern mal... Oh, das war gut. Da kann man sich gern mal eine halbe Stunde... halbe Stunde verkämpfen in der Mission. Ich muss dringend irgendwie mal was gegen den Fallschaden anziehen. Na, die pullen schon wieder. Noch 10 Minuten für die Mission. Okay, Typ hat Hirnbombe angefordert, das sieht man. So, jetzt wird's spannend. Achtung. Und schön ein Schiff gepult. Yeah.
Oh, jetzt wird's spannend. Drei Stück. Okay. Mann. Das war gut. Das waren zwei Schiffe, die da gerade. Komm, noch das zweite noch. Komm, los. Oh, da haben wir einen Panzer drin. Komm, los. Oh, vorbei, das gibt's nicht. Das wäre wichtig gewesen, naja. Wenn wir da noch einen zweiten hätten. Ah, das wird hart. Da braucht man alle vier auf den Punkt. Versucht. Das wird uns hart. Ach, die große Güte. Nein. Streufeuer ein. Sieht das mal so aus, als ob man die Lage wieder unter Kontrolle bringen könnte. Aber Scheiße, ein Hulk. Ach, nicht gesehen. Nicht gesehen. Na, der hat das Pulspaket. Die brauche ich so schnell wie möglich. Die Pulswaffe. Also, wenn ich Glück habe, lande ich genau bei meinen Waffen. So. So, da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Da. Brauchen wir uns eigentlich gar nicht lange rum zu kaspern. Wir können uns eigentlich sofort Richtung Evakuierung aufmachen. Aber wenn man jetzt die Muskelverbesserung hätte, würde man auch durch das unwegsame Gelände einfach durchrennen können. Sondern hoffentlich rennen wir jetzt nicht noch in irgendeine befestigte Anlage rein. Ja. Das sieht schon mal gut aus hier. Und zwei Verstärkungen noch. Und 3 Minuten bis zur Evakuierung. Ach, scheiße. Das ist die, wo ich vorhin war.
Help hat die auch gepult. So, jetzt merkt man hier, ich habe hier eine mittelschwere Rüstung an und ich keuche wie... Komm, los. Na, das schaffen wir gut. Der Evakuierungspunkt ist safe. Das wird eine knappe Kiste, ey. Vor allem, wenn wir direkt im Umfeld noch sowas wie ein Botfrappe kann man haben. Das ist nicht ganz so ideal. Ich riskiere es jetzt trotzdem mal, meinen Adler zu rufen. Ich weiß nämlich gar nicht, wie. Hätte ich längst machen müssen. Jetzt geht es hier nur noch ums Überleben. Eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es egal. Eigentlich haben wir das geschafft. Jetzt guckst du nochmal auf die Karte, wo der Rest der Meute ist. Ach du große Güte. Darkstar Suicide. Oh, okay, so try it. I gotta bring you back your samples. So run. I'm running back. You're pulling the rest of them. I'm so good luck, man. It looks like death back here. That's what I look like. Maybe we wait for you. Guys, let's wait for him if it is possible. Looks good. Looks good. 20 minutes. Seconds. Pelikan is waiting. Run. It's too short, man. It's too short. Startcountdown beendet. Wir müssen jetzt los. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Sorry, man. It's fine, man. Wir die wahre Natur unserer elektronischen Feinde enthüllt haben. So. Das war einer der dramatischen Effekte. Das Problem ist jetzt, dass man auf diesem Schwierigkeitsgrad auch bestimmte Proben sammeln kann. Und diese Proben und diese Samples, ja, braucht man, um Fortschritt zu erzielen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, welches Level er hatte. Sieht aber schon ziemlich weit aus. Obwohl es geht. Und die haben wir jetzt eben nicht mitgenommen. Okay, also das war eine recht nervenaufreibende Runde. Bisschen chaotisch zwischendurch, aber durchaus in einem guten Team. Also muss man ehrlich sagen. Das habe ich schon anders gesehen. Und wir waren hier jetzt auf dem Schwierigkeitslevel 6. Das heißt extrem überschwer. Und mit einem Team, das also im Schnitt auch unter 30 ist.
Schauen wir nochmal nach kurz. Ah, Darkstar ist 74 gewesen. Okay. Hoffentlich können die Kolonisten etwas von dem Altmetall bergen. So sorry, man. So, I have to leave. Good luck. So, jetzt gehen wir mal zurück zu unserem eigenen Schiff. Und ich würde dann auch sagen, dass wir an der Stelle dann den Stream auch gut beenden können. Denn es war mal eine komplette Runde auf einem der für den Galaktischen Krieg zentralen Planeten. Und wir haben immer noch nicht unsere Belohnung für die letzte Major Order. So, jetzt hat man mal so ein bisschen gesehen, wie das Ganze funktioniert. Das war jetzt einfach anspruchsvoll. Manches funktioniert besser, manches funktioniert schlechter. Im Wesentlichen ist es aber immer chaotisch. Es ist nie entspannt. Irgendwas geht immer schief. Und manches klappt herausragend, ja, also wie man jetzt gesehen hat, hier der Kampf gegen zwei Harks, was kein Problem war, offensichtlich für das Team. Und bezüglich der Proben, also der Samples, die jetzt liegen geblieben sind auf dem Planeten, vielleicht so viel, das war nicht so dramatisch. Also die wirklich guten Proben, die gibt es ab dem Schwierigkeitsgrad lebensmüde, Suicide. Und das war jetzt noch nicht, da waren wir jetzt noch nicht. Also dann nehme ich mal an, dass nicht drei Schiffe kommen oder nicht vier Schiffe, sondern dann schon sechs jeweils. Und da müssen dann Leute dabei sein, die alle so eine Quasar kennen dabei haben, damit man 1, 2, 3 die Schiffe von links nach rechts tatsächlich direkt vom Himmel holt und sich auch abstimmt, ja. Also wer welchen Bereich abdeckt. Gut. Das soll es gewesen sein mit Helldivers 2. Ich werde die zwei Schnipsel, diese zwei Videos zusammenschneiden dann für den Stream, sodass man auch mal so einen Eindruck bekommt, wie so ein Spiel funktioniert. Und vor allen Dingen, das ist total wichtig, ich bin in solchen hektischen Situationen kein guter Let's Player. Also ich rede nicht viel, nebenbei, sondern kommentiere so ab und zu für mich oder für andere. Aber ich kann jetzt nicht permanent nebenbei reden. Das funktioniert einfach nicht, weil ich mich zu sehr darauf konzentrieren muss, was eigentlich passiert. Dafür bin ich auch schon zu alt, ja, um das irgendwie leicht wegzustecken. Aber wie man dann jetzt am Schluss gesehen hat, ich musste mal ein bisschen schauen, dass ich das Ingame-Mikro aufschalte und das nicht einfach denke, dass ich jetzt schon die ganze Zeit rede, sondern ich muss dann das Ingame-Mikro direkt aktivieren. Push and Talk, so ist es eingestellt hier in meinen Settings, damit ich nicht die ganze Zeit labere. Aber mal schauen, wie dann der Mitschnitt aussieht, da bin ich sehr gespannt drauf, denn auch das zeigt ja, wie man Sprache beim Spielen beobachten kann. Ja, also das heißt, bestimmte Redundanzen, bestimmte sprachliche Muster, die dann immer wiederkehren, und dafür ist es auch ganz gut. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Für die, die es nachschauen, auch gern. Es fließt auf alle Fälle in die Vorlesung Sprache und Spiele ein, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber für heute bin ich erstmal raus. Bis dahin. Ciao.